In der Notaufnahme der Klinik am Südring besprechen Dr. Johanna Krämer und Schwester Leandra gerade den Dienstplan, als drei Freundinnen dringend Hilfe brauchen. Wir brauchen einen Arzt, bitte! Ja. Bitte, sie kriegt kaum noch Luft. Ja, was ist passiert? Ja, wir hatten Sportunterricht und dafür war schon an und auf dem Weg. Wie alt seid ihr denn? Wir sind 16. Alle 16? Ja. Ihr geht alle in eine Klasse? Ja. Okay, dann... Gib ihr mal den Rollstuhl. Ja. Fahrt sie mal rüber in die Aufnahme. Wie heißt du denn? Dani. Dann weiter. Okay, Dani. Wir gucken mal, ne? Ja. Hast du das öfter, oder? Also, ich habe Asthma, aber... Aha. Hast du denn ein Spray dabei? Kennst dich da aus? Ja, aber... Aber? Leg dich hin. Komm mal ein Stück höher. Geht das? Johanna, wir müssten nur gleich auch mal gucken. Ich habe gesehen, einer von euch hat auch im Handgelenk sich verletzt. Ja, aber kümmert euch bitte erst um sie, das ist wichtiger. Ach, ja, so. Ja, okay. Aber müssen wir trotzdem mal nachschauen. Ja, ne? Wie ist das mit dem Asthma, mit dem Asthma-Spray? Ja, hast du das? Sie ist Asthmatikerin, aber hat kein Asthma-Spray dabei. Ja, dann müssen wir zur Inhalation ein bisschen was fertig machen. Alles klar. Ne? Ja. Also, was ist jetzt noch mal genau passiert? Wer kann mir das sagen? Also, wir waren halt beim Sportunterricht und dann fing das halt schon an und ja... Was fing an? Dass sie so anfingen zu atmen und als wir auf dem Weg nach Hause waren, wurde es immer schlimmer und dann sind wir direkt eigentlich nach hier gekommen. Ja, und der Arzt beim Sportunterricht und der Lehrer? Der hat nichts gemerkt. Wir haben das auf dem Weg nach Hause entschieden. Aber es geht ja auch um versicherungstechnische Gründe. Ihr müsst ja da Bescheid sagen. Ja, aber das war am Anfang nicht so schlimm. Also, dann. Deswegen haben wir gedacht, wir kommen lieber hier. Dann sind wir direkt nach hier gekommen. Okay. Die Eltern habe ich verständigen lassen. Ja, das ist gut. Mhm. Als die Mädels die Notaufnahme betreten haben, haben wir natürlich erstmal nach dem Alter gefragt, und weil die uns einfach auch ein bisschen sehr jung vorkamen. Allein schon durch die pinken Strähnen und das Auftreten haben wir dann erfahren, dass sie erst 16 sind. Somit sind wir dazu verpflichtet, die Erziehungsberechtigten hinzuzuziehen, weil sonst keine Behandlung erfolgen könnte. Dani, was ist passiert? Wir sind die Mutter von Dani. Okay. Dani, was ist denn passiert? Hier auch nochmal. Was hat sie denn? Sie hat die Asthma-Spray. Ich nehme einmal deinen Finger, ist nichts Schlimmes. Während dem Sportunterricht hat sie halt ein Asthma, also Atemprobleme bekommen. Und es war noch nicht so schlimm, ja. Es wundert mich jetzt ein bisschen. Was hast du denn da überhaupt an? Was ist denn das? Alle das gleiche haben, das ein Sportunterricht an. Ja, das ist jetzt modern. Also ach so. Das mit den Farben, das ist... Ach so, und die, ja, die Mutter, genau. Wir auch die Mutter, ja. Ja, okay. Können Sie denn sagen, was sie hat? Ja, also bisher wissen wir noch nicht viel, außer dass es ihr nicht gut geht, sie schlecht atmen kann. Und dass es praktisch im Sportunterricht angefangen hat. Die Lehrer sind aber nicht verständigt worden. Und es ist auf dem Nachhauseweg schlimmer geworden. Akute Atemnot ist insbesondere bei ansonsten jungen und gesundheitlich sportlichen Patienten ein gefährliches Zeichen, das auf der Stelle abgeklärt werden muss. Es können nicht nur Lungen, sondern auch Herzprobleme oder ein Trauma dahinter stecken. Und auch Asthma kann sich sehr dramatisch entwickeln. Abgehört habe ich sie. Also für Asthma ist das nicht typisch. Asthma, das kann man kaum überhören. Das ist ein typisches Geräusch in der Lunge. Das fehlt aber. Also ich würde sie gern röntgen. Wir müssen eine Röntgenaufnahme von der Lunge machen und gucken, was ist da los. Ist das vielleicht ein Infekt, den sie da ausgebrütet hat und der jetzt zum Tragen kommt? Oder was kann das sein? Ja? Ja. Okay. Die ersten Untersuchungsergebnisse passten nicht zu der Aussage, dass sie Asthma hat und das diesen Zustand ausgelöst haben sollte. Man müsste natürlich auch daran denken, dass eine Thoraxverletzung aufgetreten sein könnte, die nicht bemerkt worden ist. Und so habe ich sie dann auf alle Fälle erstmal zum Röntgen geschickt. Und dann, glaube ich, können wir uns auch mal die Hand ansehen. Ne? Ach so, das sieht ja auch ganz gut aus. Du kannst dich ruhig mal hierher setzen. Das ist dann jetzt auch bei dem Sportunterricht passiert. Kann ich das einfach geben? Was macht ihr denn da für einen Sport, dass da solche abenteuerlichen Sachen bei rauskommen? Ich habe ein bisschen Schmerzen am Steißbein. Und was ist da passiert? Ist das ich bin halt gefallen, ein bisschen ungünstig. Und die Lehrer sagen zu sowas das ist echt nichts? Cool. Die haben das nicht. Was habt ihr denn für Lehrer? Gemerkt. Wie, die haben das nicht gemerkt? Das gibt es doch gar nicht. Also ein Lehrer, der das nicht merkt, das kann ich mir kaum vorstellen. Nee. Ne?
Kannst du mal die Hand bewegen? Gib mir, mach, drück mal. Tut weh. Okay. Also ich glaube nicht, dass es gebrochen ist, aber röntgen müssen wir es trotzdem. Es könnte ja sein. So, und dann noch der Sturz mit dem Steißbein. Was ist hier? Das ist Ihr Vater. Ist das Ihr Vater? Ist das Herr? Herr Lutz. Ich bin Herr Lutz. Ach, Herr Lutz, schön. Guten Tag, Herr Lutz. Ihre Tochter hat sich im Sportunterricht die Hand verletzt und ist auch aufs Steißbein gefallen. Soll ja vorkommen. Ich würde jetzt gerne noch mal, wenn du dich auf die Liege legen kannst, denn sitzen kannst du ja nicht, dann, dass ich mir den Rücken noch mal angucke. Ne? Also für uns war es extrem verwunderlich, dass die Verletzungen angeblich im Sportunterricht passiert sein sollen, aber der Lehrer das nicht bemerkt hat und auch keine Konsequenzen daraus gezogen hat. Das kann es eigentlich nicht geben. Ach du liebes bisschen. Ja, das ist ja auch, sieht ja auch gut aus. Also es muss schon, das kann ich mir vorstellen, dass dir das heftiger Sturz gewesen sein da. Ja. Was ist denn passiert? Müssen wir auch röntgen, damit wir ausschließen, aber dass es wir Steißbein. Normale Röntgen abtragen, ja, ja, dass das Steißbein. Dann rufe ich da mal eben an und frage, ob die da gerade Kapazität gebrochen haben. Ist, die Hand. Zoe hatte also auch bei der Untersuchung sehr starke Schmerzen, konnte allerdings ganz gut laufen, sodass ich also zunächst nicht von einer Fraktur ausgegangen bin, aber sicherheitshalber wollte ich durch das Röntgenbild feststellen lassen, ob nicht vielleicht die Hüfte angebrochen ist und eine weitere Verletzung noch sich dahinter versteckte. Dass sich die Schülerinnen derart heftig und vom Lehrpersonal unbemerkt im Sportunterricht verletzt haben, ist für das Klinikteam kaum vorstellbar. Gegen die Geschichte mit dem Asthmaanfall spricht zudem das Röntgenbild der 16-Jährigen. Denn die Aufnahme ihres Brustkorbs offenbart einen alarmierenden Befund. Also nach Asthma sieht das nicht aus, nee. Ne? Ist auch wieder zyanotisch hier hingekommen. Ja. Das muss ein gravierenderes Problem sein. Ja, das ist ein Pneumothorax. Das heißt? Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert. Also es ist nicht Asthma. Da, um die Lunge herum gibt es ein sogenanntes Lungenfell. Das hat also zwei Schichten, damit die... Und dazwischen ist ein bisschen Flüssigkeit, damit die Lunge immer bei den Atembewegungen mitgehen kann. Ist besser. Und in dieser Zwischenschicht, da ist Luft und das ummantelt die gesamte Lunge. Und wenn die Flüssigkeit nicht da ist, sondern da ist jetzt Luft drin, kann sich die Lunge nicht ausdehnen. Das heißt, Das ist doch lebensgefährlich. Oder? Das kann lebensgefährlich sein. Ja, es ist im Augenblick noch nicht so schlimm. Wir kriegen das mit Sauerstoff ganz gut hin. Wir müssen sie aber auf Intensiv bringen, unbedingt, weil so etwas, das bleibt nicht so. Das kann viel, viel schlimmer werden. Und dann müssten wir sie sogar in Narkose legen und intubieren, weil die Lunge nicht mehr alleine atmen kann. Wissen Sie, sie kriegt keinen Sauerstoff, keine Luft mehr. Die Ärztin glaubt weiterhin nicht, dass sich die 16-Jährige die lebensgefährliche Verletzung, die zum Beispiel durch starke Krafteinwirkung auf den Brustkorb entsteht, unbemerkt im Unterricht zugezogen haben soll. Die Frage ist, wo dann? Da offenbart sich ein verblüffender Hinweis. So, Ihre Freundin aus der Intensivstation, der geht es nun wirklich nicht gut. Das ist eine ganz ernste Angelegenheit. Oh je, was kommt jetzt? Was bringst du mir? Andrea Müller, 15 Jahre alt. Wir waren bei einer Veranstaltung, Autogrammstunde von im Internet Sternchen. Tausende kreischende Kinder, alle am Hyperventilieren, sind total scharf auf denjenigen. Sie hat jetzt auch ein bisschen hyperventiliert. Sie hat oben eine kleine Platzwunde am Kopf. Sie hat die aber abgesetzt. Ansonsten kreislaufstabil, gar keine Auffälligkeiten. Ja, kennt ihr euch? Geht ihr in die gleiche Schule? Nein. War die auch im Sportunterricht? Aber ihr habt doch gesagt, der heißt auch Flamingo. Aha, der heißt Flamingo. Zufall. Dass alle Mädchen zufällig das gleiche Shirt tragen, kauft ihnen keiner ab. Besonders, weil sich der Internetstar der Autogrammstunde offenbar auch Flamingo nennt. Dr. Johanna Krämer nimmt sich die beiden Freundinnen der ersten Patientin zur Brust. So, also zum Glück ist die Hand nicht gebrochen. Das ist also nur verstaucht.
Das werden wir mit entsprechender Schiene versorgen und Salbe. Also es ist nicht dramatisch und mit dem Steißbein ist auch nichts passiert. Hüfte ist nicht gebrochen, alles wunderbar. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist passiert? Die Kleine da drüben, die eben gekommen ist, hat uns gesagt, da war eine Großveranstaltung mit Mädels alle in eurem Alter. Und da war irgendein Star aus dem Internet, der... Zoe, jetzt bitte. Komm, raus damit. Das war vielleicht ein bisschen... Wie? Ja, was ein bisschen. Was ein bisschen. Ja, komm raus. Wir hören. Wahrheit. Ja, wir waren auch da. Ihr wart auch da? Ja. Wo wart ihr? Also nicht beim Sport? Nein, nein. Ihr habt blau gemacht. So gesehen, ja. Also ja. So gesehen, ja. Ja, wir waren halt da und... Und dann, was ist passiert da? Ja, da ist halt ist so eine Panik ausgebrochen und irgendwie waren da ganz viele Mädels da und die haben alle gedrückt und dann, ja... Aber was ist mit Dani passiert? Ja, denn der geht's ja am schlechtesten. Ja, sie hat halt auf einmal keine Luft mehr bekommen und ist halt auch da schon fast dann... Sie war total in der Masse versteckt, ja, und dann haben wir sie halt rausgeholt. Und dabei bin ich halt auch hingefallen und dann haben wir sie halt darauf weggebracht. Aber ihr habt ja alle Hände, sie hättet da direkt einen Notarzt verständigen können. Ja, aber wir hatten Angst wegen unseren Eltern, die haben uns ja nicht erlaubt, dahin zu gehen. Ja, aber ihr wisst auch ganz genau, das ist wichtiger. Gesundheit geht vor. Ja. Auf alle Fälle, das ist ja eine ernsthafte Geschichte, das habt ihr ja gemerkt, sonst hättet ihr sie ja nicht hier hingebracht. Ja. Okay? So, ich bin ja froh, dass schon so weit nichts passiert ist. Ja, also wir versorgen jetzt das Handgelenk noch ein bisschen. Ich muss jetzt eine Schwester wieder haben. Ja. Dann wird das Handgelenk versorgt, dann können Sie sie mit nach Hause nehmen. Ne? Ja? Die weit schwerer verletzte Freundin des Mädchens ist am nächsten Morgen wieder auf der Normalstation. Warum Luft aus ihrer Lunge in den Brustkorb gelangen konnte, ist noch unklar. Aber es geht ihr besser. Also es hat noch mal alles gut gegangen. Also man musste keine Drainage setzen in den Thorax, also ist völlig unbeschädigt. Und die Lunge funktioniert wieder, kannst auch wieder besser atmen. Du kriegst jetzt noch ein bisschen Sauerstoff, dann wird das schneller abgebaut, ne? In diesem Spalt. Aber du siehst auch schon wieder ganz anders aus. Ne? Die Moral von der Geschichte ist ja ganz einfach. Ne? Natürlich könnt ihr zu einer Veranstaltung gehen, das ist ja klar, aber ihr sollt doch vorher Bescheid sagen, ne? Und das nicht heimlich machen. Und wenn sowas passiert, dann auch wirklich im Krankenhaus ehrlich sagen, was passiert ist. So überlegt man, weiß nicht, was man machen soll. Ne? Ja, das hoffe ich doch. Ja. Ne? Denn es hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Ne? Es ist doch ein bisschen viel Zeit dann vergangen. Sie hat noch mal Glück gehabt. Ne? Ich glaube, es kam halt auch viel dadurch, dass wir halt auch vielleicht ein bisschen viel geschrien haben. Ja, das glaube ich auch. Ne? Nicht so übertreiben sollen. Ja, gerade wenn man Asthma hat, dann muss man, du weißt ja, dass du nicht alles machen kannst. Die anstrengenden Sportsachen kannst du ja auch nicht machen. Und so aus vollem Hals schreien ist in deinem Fall sicher keine gute Idee. Ne? Es hat dann leider Gottes eine Weile gedauert, bis wir die Wahrheit erfahren haben, dass das laute Schreien zu einem erhöhten Druck in der Lunge geführt hat und letztendlich diesen Mantelpneumothorax ausgelöst hat. Die Schülerin wurde noch 3 Tage mit Sauerstoff behandelt und konnte die Klinik anschließend verlassen. Die Freundinnen haben versprochen, nie mehr die Schule zu schwänzen und bei Verletzungen und Krankheiten künftig immer die Wahrheit zu sagen.